Im heutigen Kochskill-Video zeige ich euch, wie man Eier pochiert. Über das Ei selber brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal irgendwie großartig viel zu erzählen. Das habe ich jetzt schon wirklich oft genug gemacht, dass ein Ei gesund ist und nicht für die erhöhten Cholesterinwerte im Blut zuständig sind, laut den neuesten Untersuchungen. In einem Ei sind viele wichtige essentielle Aminosäuren, die der Körper auch nicht selber herstellen kann. Von daher, das Ei ist wirklich gut. Ich mache pochiertes Ei heute für dich. Dazu brauchen wir eine Tasse. Wir brauchen ein Ei. Ich schlage das Ei auf. Wir gucken, dass das Ei gelb nicht kaputt geht dabei. Wir brauchen hier einen Topf mit köchelndem Wasser. Ja, es darf nicht kochen. Das Wasser muss kurz unterm Siedepunkt sein. Dann ist es perfekt. In dieses Wasser geben wir jetzt aber nicht wie bei einem gekochten Ei Salz. Salz würde die Eiweißgerinnung verhindern. Begünstigen tut es Essig. Wir geben Essig in das leicht köchelnde Wasser. Jetzt nehme ich mir eine zweite Kamera, damit ihr genau seht, was hier passiert. Ich nehme das Ei und die Tasse und lasse langsam in dieses Wasser das Ei hineingleiten. Jetzt seht ihr schon, wie hier der Gerinnungsprozess vonstatten geht. Das Eiweiß hüllt sich um unser Eigelb. Das dauert ein bisschen, dann nimmt er eine, hol ich mir hier mal eine Schaumkelle. So, was wir jetzt tun, wir nehmen mit einer Schaumkelle, holen wir unser pochiertes Ei heraus, tun es leicht abtropfen lassen. So, die andere Kamera geht wieder zur Seite. Und hier haben wir unser pochiertes Ei. Ist das flüssige Eigelb noch in der Mitte, das Eiweiß außen drum, ist geronnen. Wenn wir das jetzt mal aufschneiden, seht ihr das, wie das hier drinnen schön alles wabbelig. Wenn wir es jetzt aufschneiden, kommt uns unser Eigelb wieder entgegen. Ich mache das gerade mal und zerstöre es. Ja, seht ihr das? Ein pochiertes Ei. Ganz einfach.